Film? Christiane Blumhoff, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, habe ich gerade gehört. Nein, sie hatten jetzt so viel zu tun während des Filmfestes, dass sie gar nicht mehr hingekommen sind. Zeit hatte, da hinzugehen, ja, leider. Also Gott sei Dank, muss ich sagen. Ich habe Helmut Schleich gedreht, unsere monatliche Sendung, Schleichfernsehen. Dann war ich in Eisenach und habe für Dr. Kleist gedreht. Habe ich 3 Theaterprojekte, wo ich lernen muss und in München spiele, was sehr schön ist. Und mache Hörbücher und Radio, also ich war genug zu tun. Völlig zufrieden. Wo haben Sie denn eigentlich Ihre Ausbildung gemacht? Auch schon hier in der Schule? Nein, hier. Bei der Mutter von der Ulrike. Ich war bei der Ruth von Zerboni. Also noch bei dem Original Zerboni. Outing, ja, der Ur-Zerboni, ja, genau. Wie war denn damals so die Ausbildung? Ja, umfassend. Wir waren sogar an der Uni, aber wir haben natürlich nicht das, was jetzt gemacht wird. Wir haben Fechten durften die Jungs lernen und wir hatten eine Gesangslehrerin, aber heute, die machen ja Musical, Tanz, alles, das hatten wir nicht. Aber sowas lernt man dann während der Arbeit? Learning by doing, ja. Ich habe auch relativ früh dann schon gespielt, im alten Volkstheater beim Eduard Leubner war mein erster Auftritt. Das heißt, mein allererster war mit 9 im Gärtnerplatztheater. Kinderstar? Nein, eine Operette. Singend? Ja, ich war da im Chor ich war in der Glänzeschule. Und da gab es also Musik, noch extra Chor. Und da war ich und dann haben sie mich damit ausgesucht. Die Operette hieß Borgena. Kennt heute kein Mensch mehr, aber war sehr lustig. Okay. Du bist ein Mann mit eigenem Bier und Schauspieler. So ist es. Stell dich mal vor. Ich, Servus, ich bin da in die Kamera schauen, oder? Bin der Franz Zauferzeller. Und ja, das ist mein Bier. Ich bin Schauspieler aus München und... gelernter Brauer und ich habe mir dann gedacht, gibt dir eigentlich nichts, was sich besser anbietet, als dann auch noch sein eigenes Bier rauszubringen, was das Ganze quasi so ein bisschen abrundet, sage ich mal. Und schmeckt gut. Aber Schauspielern tust du jetzt nicht den Brauer, oder was machst du? Bitte? Als Schauspieler machst du jetzt nicht nur Brauerrollen, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist nur so, weil es lässt mich halt beides, lässt mich nicht los irgendwie. Also ich habe erst den Brauer gelernt und dann nach der Brauerausbildung entschieden, dass ich Schauspieler werden will, weil ich auch bei mir zu Hause auf der Theaterbühne, auf der Bauerntheaterbühne schon immer gespielt habe. Und dann habe ich immer bei mir zu Hause in der Garage weiter gebraut, auch während der Schauspielausbildung. Und habe dann immer das Bier gebraut für die Schauspielschulfeste, zum Beispiel für die Zerboni-Feste im Ostpark, im Theatron. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so wäre ja dumm, wenn man nicht beides irgendwie verbinden könnte. Und dann habe ich einfach das Gesicht da vorne drauf geklebt. Ja, jetzt stehen wir da. Jetzt hast du gewisse Sicherheit, oder? Ja, es ist gerade am Kommen quasi. Es läuft gerade an und ein zweites Standbein schadet nie. Gell? Kannst deinen eigenen Werbespot selber drehen? Selbstverständlich. Also, erzähl mal, machen wir jetzt einen spontanen Werbespot für dein Bier. Spontanen Werbespot, damit müsste ich sagen, was soll ich jetzt sagen? Also wir haben natürlich für unser Bier, da nehmen wir nur das Beste aus Bayern, wir haben einen Hopfen aus der Hallertau, wir haben das Wasser aus München und wir haben natürlich das schönste Gesicht vorne drauf und deswegen darf ich aus Franz Xaver trinken. Prost beieinander. Was machst du jetzt im Herbst? Im Herbst spiele ich mit einer Kollegin, mit der Michaela Weingartner hier im Theater, im Zentraltheater Wasserstoffbrennen. Das ist die Geschichte von Nico und Mascha, die sich kennenlernen, lieben lernen, ein Leben miteinander verbringen und noch darüber hinaus. Und es ist, glaube ich, es ist die Geschichte eines ganzen Lebens. Also es ist nicht immer witzig, aber es ist auch ab und zu, ja, wie das Leben halt so ist. Es ist nicht immer perfekt. Wie es ausgeht, müsst ihr euch selber ausschauen. So, hier haben wir jetzt die Regie vom September. Das ist René Oltmanns, der Wasserstoffbrenner mit der Michaela Weingartner und mir inszeniert hat. Vielleicht willst du kurz was sagen, ob es sich lohnt, reinzugehen. Ja, es kommt so überraschend, aber es lohnt sich definitiv, ja. Ist ja jetzt schon 2 Monate her, wir haben uns seitdem ja gar nicht mehr gesehen, aber ich kann das Stück jedem wirklich nur ans Herz legen.
Wo musst du denn reingucken? Da ist es richtig? Ja. Ah, ein Theatermann. Ja, normalerweise dürfen wir nicht in die Kamera gucken. Das stimmt, das stimmt. Ja.